Moin und herzlich willkommen zum Lage-Update für Donnerstag, den 14. Mai 2020. Wir haben keinen neuen Fall hinzubekommen, insofern verharrt die Zahl der bestätigten Fälle seit 7 Tagen bei 100. Das ist gut. 93 werden als genesen geführt, 4 Personen sind noch infiziert und 3 Personen sind leider im Zuge der Pandemie verstorben. 24 Personen befinden sich gerade noch in aktiver Quarantäne. Uns erreichen viele Fragen am Bürgertelefon, ob man denn schon den Urlaub planen könnte, ob man ihn antreten kann im August, ob dann der Flug gehen würde. Bei aller Liebe, das können wir nicht beantworten, auch wenn wir es wollten, aber es geht nicht, weil kein Mensch voraussagen kann, welche Entscheidungen auf überörtlicher Ebene gefällt werden, in Hannover, aber auch in Berlin oder auch in der Europäischen Union, was das Thema Tourismus dort angeht. Uns beschäftigt zurzeit im Stab, muss man sagen, wieder das Anfahren der Wirtschaft. Viele Unternehmen fragen an, was sie denn machen müssen, um wirklich regelkonform dann ihr Geschäft dann auch zu betreiben. Das ist viel kleinteilige Arbeit, die geleistet wird. Insofern kommen wir so peu à peu wieder zu einer Normalität unter Corona. Bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen hier aus dem Kreishaus Leer. Ihr Matthias Grote.